Moin! Moin! Ihr Lieben, wir sind wieder auf Tour und wo es hingeht, also ein Tipp, wir entfliehen der Hitze hier nach dem Intro. Wir sind Uli und Freddy von One World Thousand Places und sind mit unserem Würstner Exeo unterwegs. Wir treffen nette Menschen, zeigen Wohnmobile und Kastenwagen, nützliche Dinge für den Campingalltag und reisen durch Europa. Wir nehmen euch gerne mit auf unseren kleinen oder großen Abenteuern. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. So, ich habe ja gerade gesagt, wir entfliehen der Hitze. Das war ein bisschen Ironie. Wir fahren in den oder ins Elsass. Ins Elsass sagt man, ne? Ja. Und da sind, glaube ich, die Temperaturen genauso wie hier bei uns. Aber wir freuen uns schon drauf. Ja. Es wird eine bunte Geschichte werden. Lasst euch überraschen. Ich habe wieder mal super Dinger ausgesucht. Uli weiß wieder mal von nichts. Und ich werde sie davon überzeugen, dass das Elsass eine der besten Urlaubsregionen in unserer Nähe ist. Also freut euch drauf. Da kommt jetzt eine ganze Menge Schönes. Fertig. Wo sind wir denn hier? Wir sind in Nürnberg, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie, ob direkt am Ort oder so. Ja, auf jeden Fall nicht weit wegfahren, wenn man nämlich mal hier rüber guckt. Da oben ist die Burg. Also ich sag mal so, das ist jetzt hier mal so ein Platz, der Notausweich ist jetzt für uns. Weil der Platz, den wir eigentlich anfahren wollten, da ist eine riesen Baustelle. Aber da hier schon zwei Camper stehen, gehe ich mal davon aus. Ja, probieren. Eine Nacht schaffen wir hier. Ja, dann machen wir uns jetzt mal gemütlich. Ich fange noch mal ein paar Bilder ein. Aber wir sind jetzt genau in dem Bereich, wo damals die Flut war. Es ist schon ein bisschen beklemmend, ne? Deswegen ist ja auch alles dicht. Ja. Nee, das eine, den Stellplatz, den ich rausgesucht habe, der ist ja wieder hergestellt worden. So. Aber irgendwie haben die Türen zugemacht. Naja, wir gucken vielleicht uns hier sind die Türen offen, aber der Weg dahin nicht. Ja, im Prinzip schon, ja. No. Ja, also alles, was hinterm Zaun ist, ist offen. Macht nicht viel Sinn. Nee. Ja, wie gesagt, hier stehen schon zwei und ich denke mal, hier wird das so schlimm nicht sein. Einer steht komischerweise hinter der Abdeckung da, also Absperrung. Na gut. Das ist da privat. Ja, das denke ich auch mal, ne?
Einer von den Häusern da oben. Gut, wir gucken uns hier mal um. Wir zeigen euch mal ein bisschen, was wir jetzt noch so im Dunkeln zeigen können. Ne? Ja, und sonst morgen früh ein bisschen. Genau. Wir machen uns erstmal lecker essen gleich. Ich habe nämlich Hunger. Aber es reicht ja, ich habe Hunger, ne? Mir ist warm. Ich habe Durst. Und gleich kriegst du den Arsch voll und gehst ins Bett. Ups, alte Kinderzeit. Bis gleich. Ist der doof, da kommt er doch gerade her. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen schlau gemacht, dank Tante Google. Wir sind am Ortsausgang von Altena und 1 Kilometer von Altenburg entfernt. Also ist eigentlich, das sieht man von hier. Und da gucken wir förmlich drauf. Also hier die Koordinaten. Wir sind geortet. Wir sind geortet, genau. Ja, ich stehe jetzt hier quasi an der A. Und man kann sich gar nicht vorstellen, das ist so tief da unten, dass das bis hier hochgekommen ist und hier alles überflutet hat. Also das ist echt erschreckend. Das muss wohl alles unter Wasser gewesen sein da vorne. Die Brücke ist von der Seite, sieht es noch relativ gut aus. Man sieht es an der Flussrichtung, also die andere Seite, da muss es richtig gegengeballert haben, weil das sieht ziemlich zerstört aus. Das ist jetzt nur ein Rinnsal, da ist ein ganz normaler Bach. Da wird doch keiner vermuten, dass das hier mal eben so 6-8 Meter hier hochkommt und dann alles überspült. Das ist unglaublich. Also man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Und das ist schon lange her und das sieht immer noch so aus. Also hier ist viel Baustelle rundherum. Wir sind auch durch den Ort Altena gekommen. Ja, die Bilder waren alles andere als schön. Also es sah ein bisschen aus dem Kriegsgebiet. Ja, wir hoffen, dass sowas nie wieder passiert und wir wünschen den Menschen, die hier leben, wirklich nur das Beste und dass sie sich schnell von diesem Schock erholen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, also das ist wirklich unglaublich. Naja, ist halt passiert. Die liebe Uli hat uns jetzt erstmal ein schönes Abendbrot gemacht. Patschel, das hast du super gemacht. Brötchen und dann zur Feier des Tages, zur Feier der Reise, Fleischsalat. Ja, lecker. Wahrscheinlich ein Schock für alle Veganer und Vegetarier. Aber ja, wir sind halt ein bisschen anders. Ja, eigentlich ist das echt ein schnuckliges Plätzchen hier. Wir stehen hier relativ ruhig, natürlich an der Straße. Hin und wieder kommt mal ein Auto vorbei. Können wir auch nicht ändern, aber eigentlich ganz schick, ne? Ja. Hintergrund die Burg. Ja, es hat schon was, Schatz. Und ich denke mal, bis die Motorräder morgen früh anfangen zu fahren, ist auch noch Zeit. Ja. Wir sind nämlich hier gar nicht weit von der legendären Rennstrecke. Am Nürburgring. Motorradfahrer wissen garantiert, wovon ich rede. Und der ein oder andere Sportbegeisterte, Motorsportbegeisterte weiß das auch, weil Nürburgring ist bekannt. Da kann man übrigens auch, so mal ein kleiner Tipp, da zahlt man irgendwie so einen Obolus und darf dann da auch auf dem Nürburgring fahren zu bestimmten Zeiten und kann sein eigenes Rennen austesten. Aber ich sage euch gleich, jeden Tag, wo da was stattfindet, knallt es ein paar Mal, weil so manch einer seine Leistung überschätzt. Ich selber bin auch schon auf dem Nürburgring gefahren, mit 100 Quads zusammen auf einem Quad. Und das war ein super geiles Highlight. Aber muss auch mal sein, das war nämlich ein riesen Quad-Event. Also Quad Vista, ne? Diese komischen Mopeds auf 4 Rädern. Ja, und ich habe an da so ein bisschen schlechtere Erfahrung gemacht. Ich war einmal, damals war ich noch jung, Rock am Ring. Ah ja, auch bekannt. Meine ersten Camping-Erfahrungen und dann Rock am Ring. Also Leute, wenn ihr Camping machen wollt, macht nicht als erstes Rock am Ring. Das ist nichts gut. Zelt war undicht,
Matratze hatte keine Luft mehr, zweite Nacht im Auto gepennt, Panikattacken vor lauter Menschenmassen. Also für mich ist das nichts. Ja, für alle, die das nicht kennen, das ist so das Wacken von Baden-Württemberg. Ist das Baden-Württemberg hier? Ich ja, irgendwie so weit. Also, ja, das ist auch ein Riesenevent, wo auch riesen viele Gruppen da auftreten und so. Also das ist schon ganz heftig. Aber für mich wäre das auch nichts. Da bin ich auch noch nie gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe dieses Quad-Event damals mitgemacht. Das war ganz spektakulär, weil da wurden auch so Geschicklichkeitsfahrten und sowas gemacht. Wir waren da in einem Camp, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Geschicklichkeitsfahrten gemacht und ja, da habe ich mir meinen ersten Pokal meines Lebens geholt. Also für alle, die nicht wissen, was ich jetzt meine, Pokal. Und das war jetzt nicht genuschelt, das war jetzt absichtlich so gesagt. Bitte? Uli hat schon wieder was anderes verstanden. Irgendwas Versautes? Na, ich habe Popel verstanden. Popel? Ja. Popel hatte ich schon als Dreijähriger. Oder zwei oder so. Ich habe wieder gemuschelt, ne? Ja. No. Gut, es wurde mir ja vorgeworfen, dass ich immer so undeutlich rede. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt während dieser Reise besonders deutlich rede, damit ja so diverse Leute, die sich beschwert haben, bei mir nicht ständig zurückspulen müssen. Ich hoffe, das war jetzt deutlich. War das deutlich? Das war deutlich, ja. Das war das Wir brauchen zum, keine Untertitel. Das war das Wort zum Samstag. Gut, wir essen erstmal auf, gucken noch ein bisschen Fernsehen und dann werden wir auch wahrscheinlich relativ frühzeitig in die Federn gehen, ne Schatz? Ja, irgendwie das Wetter und die Fahrt und vorher arbeiten hat mich irgendwie jetzt völlig kaputt gemacht. Aber ist halt so. Bisschen kaputt war sie vorher schon. Hallo? Nein, ist doch meine liebe Uli, die ist nicht kaputt. Mm-mm. Ist ein bisschen anders. Ja. Aber sympathisch anders. Genug gelästert. Genau. Ja, morgen geht's hier weiter. Dann werden wir voraussichtlich schon an unserem ersten Ziel ankommen. Wir haben ja schon gesagt, oder Uli hat es schon gesagt, unser Ziel ist das Elsass. Und ihr werdet, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ganz viele bunte Sachen von uns zu sehen kriegen. Weil das Elsass ist wirklich bunt. Achso, abgesehen, ich dachte, du meinst meine Shirts. Ja, bunte Shirts hat sie auch, genau. Hast du? Habe ich. Eigentlich ist sie mehr so eine graue Maus, ne? Nee, ja, heute nee, mal, nee, nee. Heute mal dunkelgrün, also nee, komisch grün irgendwie. Ja. Okay, genug gequatscht. Also. Ja, das ist hier schöne Weihnachtsbeleuchtung, habt ihr gesehen, ne? Ja, gut, das ist ambiente Beleuchtung. Sieht ganz schick aus. Hab ich eingebaut. Gibt's kein Einbauvideo von. Das wissen von. Schon alle. Ja, haben wir schon mal vermittelt. Ja. Aber du musst auch an die ganzen neuen Leute denken, die uns jetzt alle so, gucken ja, in Scharen. Ja. Also, ich sag mal aus unserer Sicht schon mal gute Nacht, ne? Gute Nacht. Aber wollen wir eigentlich nicht sagen, weil Nein. Ihr sitzt ja jetzt gerade beim Mittagessen wahrscheinlich und das ist ein bisschen blöd, ne? Also an dieser Stelle, ciao. Bis demnächst. Bis unser Morgen. Moin. Moin. Nach einer recht ruhigen Nacht, da kamen ein paar Fahrzeuge entlang, aber das hat nicht weiter gestört, machen wir uns jetzt mal ein bisschen auf den Weg in einen kleinen Ort nach Altena. Genau. Kleine Korrektur noch von gestern. Ich hatte gestern gesagt, dass wir die, wie heißt die Burg noch? Nürnberg. Es ist die Aresburg, die hinter uns ist. Kann man die jetzt gerade sehen? Nein. Nee, steht unser Auto davor. Aresburg heißt die. Und wir sind hier zwischen Altena und Altenburg. Haben wir gestern gesagt. Altenburg, genau. Und jetzt habe ich die Position mal gewechselt und stehen jetzt hier vor dem Schild Altena. Da hinten ist es. Und in die Richtung müssen wir jetzt gehen. Ja. Freust du dich? Ja, doch. Aus Piste raus, ne? Und da stehen wir übrigens, da. So. Okay, also dann los. Das ist echt erstaunlich, dass hier hinter uns ist Volksbank. So sieht die Filiale jetzt aus. Ich meine, es wirkt ein bisschen skurril. Der Friedhof ist tipptopp da vorne in Ordnung. Aber die Häuser sind alle noch beschädigt hier. Das sind so die ersten Schritte, die wir jetzt gerade machen. Hier ist so ein Nahkauf und haben so einen Container hingestellt.
wo man kaufen kann, also so einkaufen kann. Und da steht so eine Garage und der Ort selber, ja, das steht jetzt quasi so ganz nah dran schon. Ja, bin mal gespannt, wie das da aussehen wird. Aber das ist, glaube ich, so eine Box, dass du da alles selber machst. Du musst vorher eine Bankkarte einlesen, dann einkaufen, dann scannst du die Artikel und gehst. Da das ist keiner drin. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist echt interessant. Habe ich noch nie gesehen. Ja, gibt man hier mit der Karte rein. Da. So. Und hier ist der Laden. Da ist keiner drin. Das ist ja aber alles kameraüberwacht. Ja, habe ich nie gesehen. Jagdbox, nichts, nicht näher. Also ich meine, so Katastrophen können auch zu interessanten Lösungen führen. Boah, ist das unruhig hier. Mama mia. Wir gehen jetzt mal zu, dass wir irgendwo hinkommen, wo nicht ganz so viele Leute rumwuseln. Das ist ja gruselig. Ja, aber das ist ja schon eine Ecke vom Fluss hier weg, eigentlich, wo wir jetzt hier gehen. Aber das muss wohl alles unter Wasser gestanden haben. Die Häuser alle noch so beschädigt. Kann man da sehen. Ja, na gucken wir mal, wie es im Ort aussieht. Ja, wenn man hier so durch den Ort, wie ich immer so schön sage, stropst, ist es irgendwo auch ein bisschen beklemmend, erschreckend, dass erstmal auch wie hoch das Wasser gekommen ist. Da macht man sich so anhand der Bilder gar nicht so einen Eindruck. Aber wenn man sieht, wie die A hier, ich sag mal, klein und sanft dahin plätschert und was daraus geworden ist, ist schon sehr erschreckend. Aber dass dann auch so, ich sag mal, drei Viertel eigentlich noch gar nicht so wieder hergestellt und aufgebaut ist. Viel improvisiert mit irgendwelchen Ständen, das finde ich auch ganz toll. Aber wirklich so richtig fertig renoviert, ich glaube, das wird noch dauern. Ja, man muss sich auch vorstellen, alleine hier im Ahrtal sind 135 Menschen ums Leben gekommen. Das Ganze ist eigentlich ja schon zwei Jahre her, also im Juli, 14. auf 15., 13., 14. Juli. Ist das in der Nacht passiert und man kann sich sowas gar nicht vorstellen, was das für eine Katastrophe gewesen sein muss. Also das wird ganz, also wie Uli schon sagt, das gibt sowas Beklemmendes irgendwie. Also, ja, vor allen Dingen, wenn man den Fluss sieht, vor den Häusern steht und im Prinzip sieht, wie hoch das Wasser gestanden hat. Ja, das braucht also, ja erstmal irgendwie, ja, ich sag mal 5-6 Meter, um überhaupt über die Ufer zu gehen hier an der Stelle. Und die Häuser sind wirklich fast bis zur Dachkante beschädigt. Also das ist unglaublich. Mhm. Also, nee, also ich habe, wenn man es so in den Medien zu sehen kriegt, wirkt das ja nicht so ganz so schlimm, wie es hier aussieht. Muss ich ehrlich sagen. Also schlimm. Und das ist jetzt nur Bruchteil von den. Ja, ein Bruchteil. Wir sind ja nur in einem Ort vom Ahrtal und ja, unangenehm. Also ja, wir rücken jetzt wieder ab und wir hoffen, dass sich der Ort hier schnell wieder erholt und vor allem die Menschen sich von dem Schock erholen.
Aber die Leute sind alle traumatisiert. Ich glaube, wenn hier ein schweres Gewitter geht, die fangen an zu zittern. Also, ich kann mir das gut vorstellen. Also, ich könnte nicht mehr mit gutem Gewissen am Fluss wohnen. Ja. Ich meine, klar, es hat vielleicht wieder passiert, kann Jahre, Jahrzehnte dauern, aber man hat es ja wirklich, wie du schon sagtest, immer im Hinterkopf. Also. Ja, wir sind jetzt nicht gezielt hier hingefahren. Das liegt auf dem Weg da, wo wir hinwollen, also ins Elsass. Und ja, das war so ein Übernachtungsplatz zwischendurch, weil es ja schon relativ spät war. Uli hat ja noch gearbeitet und dann passte das so. Aber es ist mal interessant, sich anzugucken, aber ich will wieder weg hier. Ja. Aber für alle, die das auch sehen wollen, kommt hier hin. Lasst auch ein bisschen Geld hier. Die Restaurants sind geöffnet, sind auch Hotels geöffnet mittlerweile. Ja. Weinstuben, also auch in der Umgebung gibt es ganz viele so Weinbauern, die auch ihr Abendgut, nicht Abendgut, also ihre Weine anbieten. Und ja, das ist. Kommt hier hin und lasst ein bisschen Geld hier. Jo. Genau. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto. Und dann geht's ab Richtung Elsass. So, wir sind jetzt wieder an unserem Auto angekommen. Jo. Ja, fahren gleich weiter, müssen noch ein paar Vorbereitungen treffen, wie Schildchen kleben. Ja, genau. Die Franzosen wollen ja auf den Autos über 3,5 Tonnen Schilder haben. Und da müssen wir auch für die Fahrräder noch hinten dran machen, ne? Nee. Das ist nur Spanien in Italien. Spanien. Okay, dann können wir uns das sparen. Brauchen wir diesmal hätte ich fast gestern schon montiert. Echt? Joa, ja, Schaden tut's nicht, aber brauchen wir nicht. Also der Übernachtungsplatz war jetzt für uns nicht nur ein Übernachtungsplatz. Ja, wir hoffen, wir konnten ein wenig rüberbringen, was jetzt hier genau zu sehen ist. Mhm. Und ja, wie gesagt, besucht das Ahrtal, es lohnt sich. Ja, wirkt aber noch nach. Ja, das hat irgendwie hat ein Geschmäckle. Das ist so, man hat das Gefühl, man geht durch so ein Kriegsgebiet. Jo. Ja. Gut. Also ja. Wir werden uns jetzt sammeln und dann fahren wir weiter und der nächste Film kommt aus Frankreich. Ja, wir sehen uns in Frankreich. Wenn euch das gefallen hat, dann Daumen hoch, kommentieren nicht vergessen und abonnieren nicht vergessen, ist kostenlos, könnt ihr gerne machen. Genau. Wir freuen uns. Uns unterstützt ihr damit und ihr habt uns immer bereit, wenn wir was Neues rausbringen. Glöckchen noch setzen, das ist gut. Genau. Ja, und somit sagen wir, tschüss in die Ferne.